Servus, liebe Leute, willkommen zu einer weiteren Folge SnowRunner mit Max wieder. Hi! Und wir fahren jetzt den einen Auftrag von der letzten Folge weiter. Wir müssen jetzt zur Polarbasis fahren. Wo ist sie eigentlich? Ich weiß es. Die ist irgendwo dahin. Kannst du ganz kurz warten? Jetzt. Ich muss noch eine Verfolgung starten, weißt du? Ach so. Okay. Gut. Also. Kommst? Ja, und wie ihr seht, der Max hat einen ganz anderen Brummer jetzt. Warum wohl? Der zwischen der Folge den LKW rausgezogen. Also das ist ein Offroad-LKW. Mhm. Ein Mods-Ding. Ja, ein Mods-Ding. Da war ich auf der Seite. Nö, was? Ich hab erstmal alles anmachen müssen, weißt du? Achso, ja dann. Ich würde mal sehen, wie ich da drauf fahre. Zeig mal. Alter, ich höre gar nichts. Ja. Manchmal hält er halt, und es kann halt sein, weil er runterschaltet, das backt irgendwie. Ich habe keine Ahnung, ja warum. Hab's ja immer noch rausgefunden. Ja, in den letzten Folgen hat er auch schon die Probleme gehabt. Wir wissen es immer noch nicht, an was es liegt. Und dann, dann schaltet er manchmal ungünstige Momente runter und dann fährt er wieder von neu an und das ist manchmal ein bisschen bläs. Sei ich auch, wenn ich vorausfahren soll oder sonst was. Ja. Zum Notfall kann ich es auch probieren, an der Seite vorbei, das wäre auch kein Problem. Aber ich merke schon, meiner hat hier jetzt langsam schon seine Schwierigkeiten. Ja. Hoffentlich kriegt man den Auftrag in dieser Folge fertig, dann können wir in der nächsten Folge für die auch den LKW holen. Ja. Und ich sag's euch, Leute, das wird eine riesen Rettungsaktion. Also noch Max, ich war da mit dabei, wo der das gemacht hat. Ich hab eine Stunde gebraucht. Ja, ich hab's im Live-Video gesehen, auf Discord. Und das war nicht mehr normal. Ja, aber ich hab eine Stunde gebraucht, um den rauszuziehen. Und dann hab ich es nicht geschafft, ihn weiterzuziehen. Und dann hab ich ihn reparieren müssen. Marvin, was willst du eigentlich jetzt machen? Sollen wir es eher reparieren oder sollen wir es probieren? Oder soll ich ihn probieren auszuziehen mit meinem LKW? Keine Ahnung, sehen wir dann mal. Ich glaube, reparieren wäre am besten, dann kannst du jetzt dir so einen Tank, also dir so einen Reparierkoffer kaufen und ich kaufe mir ein Tankfass. Ich habe ja ein Tankfass, dann können wir, dann kann ich tanken und du reparieren. Oh, wir müssen hier echt durch, gell? Soll ich voraus? Fahr vor. Sonst hängen die Kleine. Ah, hier gibt es auch Steine, okay. Sehr gut. Wo müssen wir eigentlich hin? Einfach den Weg hier nach. Wo ist der Weg? Scheiße, stimmt. Gibt's ja nicht. Ja, einfach hier. Fahr hier drauf, die Steine sind recht gut. Ja, habe ich hier auch schon gemerkt. Das ist nämlich sehr gut. Ja, jetzt hat er wieder angeschaltet. Voll mal. Naja. Manchmal hilft es dann auch nichts mehr, wenn man einsinkt. Fahr weiter rechts. Weiter rechts? Warum? Ja. Aber nicht da, wo ich fahre, weil da war ein riesen Loch im Wasser drin.
Also da ist richtig im Wasser drin runtergegangen. Warte, ich lass die wieder vor. So, also. Ja, mein schöner blauer LKW. Also das war jetzt gerade schon. Ist das hier die Polarbasis? Nee. Alles weiter, ja. Ja, alles weiter. Bis dahin ist sie. Ah, hier rechts rein, oder? Wie? Ah, geradeaus. Echt? Warte mal, ich gucke auf der Karte gerade. Ja doch, geradeaus. Ja, ich fahre da vorne rechts. Okay. Sag mal, meine Lichtungsmacher. Wo muss ich das jetzt hier abladen? Könnte auch eins weiter hinten sein. Warte ja, mal. Ich hab's gerade auf der Karte gesehen. Ah, ja, da ist es, ja. Also einmal eins weiter nach hinten. Pass auf, hier ist der Schnee relativ tief. Kann ich auf jeden Fall umdrehen. Ich schau mal gleich, wo wir hin müssen. Jetzt müssen wir... Was brauchen wir jetzt? Wir brauchen jetzt so Ziegel, gell? Wir müssen jetzt zum Lager. Ich weiß nicht, wo zum Lager kommen. Wir müssen wieder zurückmauen. Die war gar nicht richtig aufgeladen. Siehst du, da haben wir das Problem. Warte mal ganz kurz, ich mache mir gerade einen Wegpunkt. Langsam geht's voran hier. So, genau. Ich mach mich mal schnell an dir hoch. Mach das. Kannst du heute da nicht hängen bleiben? Sie ist aber am besten näher ran noch. Ist ganz schön schwer. Ja, ich habe jetzt mal losgelassen. Ja. Hast du gemerkt? Gleich Motorfahrung ein bisschen runter. Alter, wie mein Anhänger bei dir ja juckt. Ja, gell? Ja gut, bei mir juckt der auch so. Oh. Soll ich zurückkommen? Nö, passt. Du kannst es ja und dein LKW ist ja auch schwach. Und ich bin auf den Stollen aufgefahren, so muss sein. Auf 3 Stollen. Alter. Gerade so noch rankommen. Dreht sie
13 Motorschaden dazu, ich bin aus dem Streuner, in den Streuner gefahren. Na, da, ja, da liegt so ein riesiger. Ja, ja. Hat wieder Radschalter, pass auf. Mal da nochmal kurz, ja. Ist ganz schön schwierig hier. Es wäre vielleicht gar keine so eine schlechte Idee, nochmal zurückfahren zur Tankstelle. Ich habe nur noch 200 Liter. Ja, ich habe noch 112. Mhm, ja, lass zurückfahren. Fahr jetzt gleich dann rechts, wenn du hier rauskommst. Dreh gerade um. Stecken. Alter, ist hier matschig. Alter, ich fahr zu einem Schnee, mein Vorderrad ist, aber mein Vorderrad ist, ist braun. Oh, ich hab ja meinen Anhänger umgeschmissen. Egal, er hängt da drin, dann passt's ja. Start wieder, bin aber zurückfahren. Ja. Na, jetzt muss soll ich meinen Anhänger an der Tankstelle standen lassen? Warum? Weil wir eh zusammen erfahren, wir müssen eh nur 4 Ziegel mitnehmen und jeder kann 2 Ziegel mitnehmen. Ja gut, dann. Dann brauche ich meinen Anhänger eigentlich gerade. Stimmt. Und das ist ja eigentlich sinnlos, wenn ich ihn dann mitziehe. Oh. Erstmal einen Baum umgerissen. Mein neuer LKW, der raucht auch wie Zau. Ja? Ja. Und der Spritverbrauch ist groß. Ich habe jetzt nur noch 187 Liter von 330. Alter, ich war vorhin bei 110 Liter und jetzt bin ich bei 96. Der LKW, der von der Leugling grad. Geil, gell? Marvin. Oh je. Hat das grad gut ausgesehen? Naja. Sah nicht gesund aus. War's auch nicht. 8%, 28% Motorschade. 28 Motorschaderpunkte. Also, dann fahre ich gleich wieder zurück. Jo, fahr zurück, komm. Wie brauche ich warte.
Die Strömung ist ganz schön gefährlich hier. Die ist heftig. Nicht auf der Straße. So. Und nochmal ein Schaden. Schon wieder. Alter, schon wieder 7 Liter verbraucht. Du? Ich 10. Nee, 20. Schon heftig. Hier zum Zoll, wenn ich voll aufs Gas, dann habe ich einen Verbrauch von 11. 11 Liter pro Minute. Ich 9. Da merkt man halt schon den Unterschied, gell? Mhm. Aber ich brauche jetzt so viel aufs Gas standen wie du. Ich komme halt mit weniger Gas, oder? Das ist das Gute. Ich bin jetzt gerade auf Halbgas. Ich habe gerade nicht mehr Verbrauch wie 8. Ich habe Vollverbrauch 10. Den nicht. Gibt die ganze Zeit keine Folge. Soll ich vorausfahren? Geradeaus, geradeaus. Wo fährst du hin, Marvin? Ach, nicht hier rein. Ach so, okay. Lager ist schon viel weiter weg. Dann muss ich einmal umdrehen. Wieder Radschalter. Parkschalter. Meiner tut sich hier richtig schwer. Sein Helfer. Bis jetzt geht's noch. Scheiße. Vertrag schalten in der Halter, gell? Nö. Scheiße. Komm schrauf. Ja. Geht gut. Ist schon ein heftiger Buckel da, da, ne? Ein wunderschönes Spiel, finde ich. Auf jeden Fall. Also ich Leute, ich glaube auch noch in Livestream davon machen, die nächsten paar Tage.
Welt ist sich gerade sehr angesagt. Leute, ich empfehle euch das wirklich. Ich kann ja gern mal unten den Link reinpacken, wo ihr es kaufen könnt. Von Epic Games natürlich. Also das gibt es nur auf Epic Games, nicht auf Steam oder so. Ja. Oder auf andere Portale. Packe ich unten rein. Von der PS4, Xbox und PC. Packe ich unten Link rein. Dann kommt ihr da direkt hin. Ich mache immer der LKW aus, wenn ich auf die Warte zum Sprit spare. In der Stange bleibe ich sein, ich komme zurück, gell? Ja, alles gut. Oh, da haben wir schon ein Matschloch. Das geht gut. Vollgas neinbauen. Vollgas gerade, ne? Ich bin schon voll auf dem Gas. Oh, ich miss. Ah, der muss kämpfen. Aber so richtig. Der muss richtig kämpfen. Ach, Gott sei Dank sind wir da gut rausgekommen. Ja, die Hupe ist ja ganz anders. Ah, neue Mission entdeckt. Rennen zu den Flaggen, oh, das man mache. Ist es noch weit weg? Gott so, wir haben jetzt die Hälfte ungefähr geschafft. Okay. Da kommt noch mal so ein Loch. Alle Leute, ich würde sagen, das war's dann auch schon von dieser Folge. In der nächsten Folge werden wir dann den Auftrag noch komplett abschließen. Und wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Wenn es euch gefallen hat, lasst es mich gerne wissen mit einem Like und mit einem Abo. Bis dann, macht's gut. Ciao.